Ich sehe so, dass ihr mich nicht sehen könnt. Aber ich glaube, Kyrie könnt ihr mich auch auf jeden Fall, auch wenn ihr nicht in die Kamera schaut. Ihr wisst schon, was kommt. Also, Unterschenkel sind abgeschnappt nach hinten. Wir stützen uns auf den linken Unterarm und heben die Hüfte nach oben. Und die Hantel mit dem Arm nach oben. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Okay. Absenken, das Gesäß. Aufrichten. Absenken. Und Die zweite Übung in Seitlage war, dass wir die Hand durch unter unserem Oberkörper hindurchführen. Es geht weiter. Wir stützen uns hoch. Hand in die Decke. Die Hand führt unter unserem Oberkörper her. Wir schauen hinterher. Langsam führen wir die Hand wieder nach oben. Durch den Körper durch. Durch den Körper. Stellt euch vor, wir sehen uns alle. Das heißt, keiner fällt eher aus. Ihr schafft es bis zum Schluss. Nicht aufgeben. Langsam weiter üben. Atmet weiter. Nicht von Niesing. Aber er ist sehr schön gearbeitet und ein wunderbarer Tropfen mit einer herrlichen Smaragdfarbe. Wirklich ein frisches Weißgrün. Wunderbar in einem gemischten Schliff. Okay. Und langsam absenken. Gut. Locker entspannen. Und dann geht es zur dritten Übung. Hat eine sehr schöne Okay, einmal tief Luft holen, tief ein- und ausatmen. Es geht weiter. Wir stützen uns auf das Knie. Gesäß kommt nach oben. Die Hand kommt nach oben. Und das obere Bein ist lang ausgestreckt. Das Bein geht nach oben, die Hand nach unten. Ja. Und stell jetzt langsame Bewegung. Das Gesäß bleibt oben. Versucht nicht mit der Hüfte auszuweichen. Ist veräußert worden für die Fußspitze zum Kopf. Und in dieser Größe hat er dann am Ende gebracht knapp 50 Millionen Dollar. Und sehr schön. Das Schöne ist, ein kompletter Körper wird trainiert. Jeder einzelne Muskel wird angesprochen. Wohin dicke Kohlen, LKW, Flieger? Noch ein anderes Anleber. Weiter üben. Ja, das ist natürlich eine schöne Überraschung, aber hier stellt sich natürlich die Frage, ist er natürlich? Und langsam absenken. Klasse. Wir gehen in die Sitzposition. Du kannst einmal die Schultern ohne Hanteln vorsichtig umkippen. Lass einmal den Kopf nach vorne fallen. Nachweisen mit einem Multitest. Das einmal das Rund. Ihr merkt das in der unteren Lendenwirbelsäule, was wir dazu jetzt viel gemacht haben. Elektrisch leitfähig. Und dieses Stück habe ich so getestet. Jawohl, in jede Hand kommt eine Hand. Das bedeutet, hat also keine elektrische Leitfähigkeit. Okay. Das Moor ist nicht so, die Hand nehmen wir vor die Brust, ohne dass wir den Körper dann berühren. Und wir versuchen eine ganz gerade Rückenposition zu haben. Schulter nach hinten unten, gerade Rücken. Die Füße stellen wir ein bisschen auf den Fersen auf, ein bisschen auseinander. Und wir lassen etwas zurücklegen. Komm nach oben. Immer mit gerade Rücken. Langsam zurücklehnen. Halte die Handeln frei in der Luft. Gut. Immer wenn wir jetzt nach oben gehen, nehmen wir die Hand nach vorne. Und zur Brust, wenn wir nach hinten gehen. Vorne. Nach vorne. So, wir erweitern die Bewegung. Machen nach vorne einen großen Kreis zur Seite. Über vorne wieder zurück. Nehmen ein bisschen mehr nach hinten. Vorne, großen Kreis, öffnen, Brustkorb weit und zurück. Nach vorne, Schultern sind unten. Und über vorne gehen wir zum Brustkorb. Weiter nach unten. Genau, so ist gut. Öffnen, der Rücken bleibt immer gerade. Erstmal dieses Jahr ein paar Millionen Fußballen gelernt. Vorne, leider nicht so, sonst wäre ich öffnen. Jetzt.
nach vorne. Ja, ich bin zufrieden. Zurück. Vorne. Ja, ist es. Nach vorne. Halten. Geht noch ein wenig mehr nach hinten. Abwechselnd werden die beiden Hanteln nach vorne geschoben. Bleibt ganz, ganz tief mit dem Oberkörper. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Und atmet. Sehr schön. Weiter, weiter, weiter. Der linke Fuß wird etwas angehoben. Wir bewegen die Hanteln weiter. Sehr schön. Linken Fuß aufsetzen, rechten Fuß etwas anheben. Weiter die Hände nach vorne bewegen. Und wir setzen den Fuß ab und lassen einmal den Oberkörper nach vorne fallen. Das ist richtig, genau. Und lassen ihn locker. Atmet aus. Tief ein und aus. Also ich sehe. Gut. Sehr gut. Praxis übernommen, aus der das. Nein, die stammt von meinen Großeltern und da habe ich schon als Kind vorgesetzt. Genieß noch einmal das Runde der Wirbelsäule, die Runde. Und wir kommen wieder in unsere Ausgangsposition. Genau. Hüfte nach vorne kippen. Gerade aufrechte Position. Handeln vor die Brust. Und wir gehen nach hinten. Steigerung der Blockade. Linkes Bein nach oben, rechtes Bein nach oben. Nur oben, nur wer möchte. Okay, abwechselnd schieben wir die beiden Hanteln nach vorne. Wer möchte, kann die Füße gerne aufstellen, aber ihr dürft sie gerne abheben. Halten mit geradem Rücken. Sehr gut. Hanteln zur Brust. Nach vorne schieben, öffnen, zurück. Schafft ihr das, ohne die Beine aufzusetzen? Nach vorne, öffnen, vorne, zurück. Öffnen. Vorne, zurück. Öffnen, vorne, zurück. Und eine noch. Öffnen, vorne, zurück. Und wir machen den Rücken rund. Klasse, gut gemacht. Wir gehen gleich von hier aus in die Rückenlage. Und versuchen jetzt noch etwas mehr für unseren Bauch zu tun. Mir reicht eine Hantel. Wir uns entscheiden, wie viele Hantel ihr nehmt. Rechter Winkel in den Hüftgelenk, rechter Winkel im Kniegelenk. Eine Hantel in den beiden Händen. Wir heben den Kopf, wir nehmen die Schultern. Und jetzt führen wir die Hantel links am Oberschenkel vorbei, rechts am Oberschenkel vorbei. Ach, vielleicht geht es doch gut mit zwei Hanteln. Und kommt hoch. Und vielleicht kriege ich ja auch ein bisschen mehr, als die Expertise war. Zieht euch gut hoch. Im Verkaufsraum ist vieles möglich. Allerdings sind auch unsere Händler auf ein Geschäft aus. Noch ein paar Mal. Spürt ihr euren Bauch? Dann spürt ihr ihn morgen auch. Dann denkt ihr daran zurück. Gut. Und einmal ablegen. Wir setzen die Beine auf. Beide Handeln in beide Hände. Also es ist nie so, dass ich es nicht mehr. Einmal tief aus. Ich trage es halt nicht mehr. Das ist schade. Die Beine wieder in den rechten Winkel. Hände mit den Handeln nach oben. Wir heben den Kopf, wir heben die Schultern. Knie fallen nach links, Handeln nach rechts. Und wieder hoch. Zur anderen Seite. Das ist noch schwerer als ohne Handeln. Das ist aber ganz gut. Für gerade und vor allem die Schräge waren gut. Nee, die sind behandelt. Genau. Das ist aus den 18 Jahren. So ungefähr. Ja. Oben. 1000 Euro. Das ist erste Buch von mir. Oben. Gut. Seitwärts. Oben. 1200 von mir. Oben. Seitwärts. Halten oben. In jeder Hand eine Hantel. Okay. Linkes Bein geht nach vorne. Rechter Arm nach hinten. Zurück. Andere Diagonale. Rechtes Bein. Linken Arm, oben. Eine Diagonale, zurück. Die andere Diagonale strecken, zurück. Linkes Bein, rechter Arm, zurück. Diagonale, hoch, immer wieder. Zieht mit dem Kopf und den Schultern nach oben, wenn ihr zur Mitte kommt. Hochziehen. Andere Seite, hoch. Tief.
2 Arme würde ich Ihnen gerne anbieten. Tief. Oben Arme weiter. Tief. Hoch. 2,8 würde ich auch. Tief. Hoch. Und wir senken Kopf und Beine ab. Sehr schön. Danke. Gut. Nutzt euch mal selbst. Das habt ihr gut gemacht. Ich möchte noch in der Bauchlage schöne Übungen machen. So, mir reichen da auch die 1 Kilo Hanteln. Schaut mal, dass ihr euch bequem auf den Bauch legt. Das werden jetzt statische Übungen sein, wo wir vor allem aber nochmal den oberen Rücken bewegen. Genau, legt euch zunächst auf den Bauch. Ich rede vor euch den Kopf, damit ihr mich besser versteht und auch vielleicht seht. Aber bei euch ist es wichtig, dass die Halswirbelsäule in Verlängerung der Wirbelsäule ist. Das heißt, am besten die Stirn auf die Matte legen oder auf den Boden schauen. Okay, gut. Beide Arme sind lang hinten neben unseren Oberschenkeln. Und Sieg für unsere Bares für Rasexperten. Noch heute haben Sie mit Ihrem Wissen wieder überzeugen können. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay, dann die Beine ab. Okay, jetzt nehmen wir beide Hand. So viele von uns halten und glauben ja trotzdem an die Waage, mit der wir zusammen alt werden. Wir glauben tatsächlich, dass wir für uns Beeinflussungsdatum. Wie lange ist für immer? Donnerstag, 20.15 Uhr und in der ZDF-Mediathek. Ja, ich weiß, wie es euch geht. Mir geht es ja genauso. So unterhaltsam, schwer. Halligalli, das ist doch klar. Mit den Corona-Regeln zu fahren. Aber soll ich euch was sagen? Wir haben die Lösung. Ihr könnt den Drosten stolz machen und 20 Karneval feiern. Wie das genau geht, wir haben einen kleinen Tipp für euch. Gelegenheit also in ZDF Neo oder immer im Internet. Und langsam lassen wir alles richtig. Legen den Kopf zu einer Seite ab. Gut. Nehmen die Arme ein bisschen weiter nach vorne, aber noch nicht genau seitlich, sondern noch nach hinten aufgeladen. So viel Zeit haben wir nicht. Beine abnehmen, Füße anspannen. Und in dieser Position ist es Flügelstellung. Da sind die Instrumenten aus dem Kaufen. Auf den Fall, so den Anfang macht heute Petra Kirchner aus Bonn. Sie möchte endlich mehr über Lieblingsbrezel erfahren. Ich selber habe so eine Chirurgie gesehen und denke mir schon, dass das ein Raritätchen sein könnte. Ist diese Figur wirklich ein Raritätchen? Die Expertise übernimmt Detlef Kümmel. Wunderschönen guten Tag. Hallöchen, mit dem haben wir zu tun? Für die Petra aus Bad Godesberg. Aus Bad Godesberg? Ja. So, es geht weiter. Ja. Schöne Arme, wirklich ja, in der Nähe, alles gut. Genau. Wir werden uns tun, was ein wunderschönes Werbespiel war. Ja. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das scheint alles zu sein, und was ich von hier aus sehe, in der perfekten Zustand. Nee, das haben wir geschenkt bekommen, weil vor längerer Zeit von der Tante. Ihr habt übernommen. Wir haben übernommen. Ja, Mensch, das geht noch. Der findet ein schönes Zuhause bei uns. Der ist aber gut gepflegt. Der blinkt wie eine Speckschwarte. Das ist wunderbar. Ja. Sollen wir meinen uns ein bisschen darüber was anhören? Ja, gerne. Der soll ja verkauft werden. Ja. Wir sollen ja eigentlich Kohle mitnehmen. Ne? Ja. Wenn möglich, ja. Ja, hallo. Ja. Mein lieber Detlef. Ein wunderschönes Sache, bitte. Groß und es sieht aus, als könnte es aus Porzellan sein oder gebrannten Ton. Sehr hübsch. Das erkennst du sofort, dass es ein Werbemittel ist. Ja, klar. Und die Kakaobohnen. Oben fängt er die Pakete mit den gepackten Kakaobohnen und normalen Kakao. Bis gerade von mir. War falsch. Können wir nochmal zurück? Jawohl, zweimal müssen wir es noch machen. Ein Stückchen noch zurück. Nach oben. Er steht auf einer Kakaobohne. Okay, also er steht nicht auf einer Kakaobohne. Aber mehr Befugnisse stimmen. Soll ich mal vorlegen und dir alles mal erzählen, was darüber zu sagen ist? Okay, ja, alles nehmen. Auf die Arme. Wir haben ja eine wirklich gut ausgeformte Figur. Eine Mandolika, also Steinzeug, Arbeit, Keramik auch genannt. Ja. Und wir können feststellen, von wem es gemacht worden ist. Und zwar, wenn ich es umdrehe,
haben wir eine Unterbodenmarke. Und zwar ist das hier das Badische Wappen und das M&M, also Majolika Manufaktur in Karlsruhe. Also schon mal ein sehr guter Name dahinter. Dann habe ich den Künstler habe ich auch, wenn ich rumgehe. Wolfgang Wallner ist ein Künstler, der hat in Österreich studiert. Ja, also an der Künstlerakademie in Wien, hat eine Ausbildung als Bildhauer, war auch dort sehr lange tätig und ist 1912 an die Kölner Werkschule berufen worden und hat dort als Dozent gearbeitet. Und da kam dann auch der Kontakt zu einer Firma, Hans Müller Group. Die hat nämlich Zigaretten hergestellt. Und das ist die Werbefigur, die er für die entworfen hat. Und zwar geht es hier nicht um Kakao, sondern es geht um Zigaretten, die gerade eingepackt werden und verwandelt werden. Also das wirkt so ein bisschen wie eine Kaffeebohne. Ich denke aber auch, es soll so ein bisschen den orientalischen Touch haben. Denn wir haben ja hier einen orientalischen Arbeiter, das enge Gewand, der Turban und das Paket mit dem Versandumschlag sogar. Das heißt, wir wissen sofort, das soll zu uns geschickt werden, wer arbeitet nur, dass es uns mit Zigaretten nach Hause geht. So war damals der Gedanke. Ja? Kleine Abplätze habe ich auch, sage ich auch gleich, dann bleibe ich nämlich gleich hier. Hier sieht man ein kleines Krakeleges entstanden.